Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Warhammer Chaos Bane. Und Entschuldigung, dass ich erst so spät mal wieder eine Folge rausbringe. Ja, ihr wisst, Wochenende, Grillen und naja, lange Geschichte. So, was schon mal lustig war, gerade beim Spielstart, ich hatte eine Auflösung von 3840, warum auch immer. Dann sieht man fast das ganze Menü nicht mehr. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt, das auf eine andere Lösung zu ändern. Ja, wir wollen jetzt nicht, wir wollen spielen. Na wohl, vielleicht liegt es nicht am Spiel, vielleicht hat er einfach gemerkt, hey, der Heinrich hat seinen Fernseher ja auch am PC angeschlossen. Vielleicht wollte er ja über den PC, über den Fernseher spielen. Mache ich eigentlich nie. Upsala. Ups, habe ich da was nicht verschenkt oder verkauft? Ach, verdammt, das wollte ich eigentlich machen, wenn ihr nicht da seid. Offscreen. Boah, sieht schon mal 33,41. Oder hat dies da? Achso, ist jetzt. Jetzt denkt er gegen die andere. Naja, gut. Ein bisschen. Den nehmen wir den Nasenring. Bisschen besser aus. Oh, Trollslayer-Frisur. Die nehmen wir auch mal. Guck mal, wir haben braune Haare. So, was ist ein Ring? Ach, extra Gold ist nicht so wichtig. Den Rest hau mal. Ah, hier ist auch noch was. Den natürlich auch tauschen. Ach, das wäre für die Höhe. Das will ich mal kurz anziehen. Oh, das sieht aber fein aus. Na gut. Handschuhe haben wir auch noch bessere. Nehmen wir mal. Und den Rest hauen wir einfach weg. Ups, da wollte ich nicht rein. So, dann veräußern wir erstmal den ganzen Schrott, damit wir wieder Platz haben für Neues. Ja, komm. Wir spenden mal alles. Na, ich weiß nicht. Außer ich mache das lieber alle Gegenstände handeln. Ich mach das mal. Gut, dann hat er sie alle rausgeschmissen. Und wir sind jetzt Stufe 3. Haben auch eine Errungenschaft bei Steam freigeschaltet. Freundliche Seele. Wir sind halt der freundliche Zwerg von nebenan. Und jetzt müssen wir wieder zu Teclis und Voss. Axel Voss. There is no time to waste, Braggy. The champion of Nurgle is loose beneath the streets of Nuln, and the city is in terrible danger. Grimnir's beard will wipe out the damned cult. How can things be worse? A chaos cult is an extension of its master. Most are nothing more than depraved souls dabbling in powers beyond their ken. But Kessler is different. Somehow he learned enough forbidden lore to win Nurgle's blessing and rise to the rank of champion. I should have guessed the truth when you first fought the Ungors. No human cult could command such loyalty from the Beastmen. They are here to form the Chaos Champions' war band. They will have been promised blood and flesh in return for their service. Now that the champion has ascended, he must pay their price or risk the wrath of Nurgle. If Kessler unleashes them on the city, the slaughter will be terrible. Oh, ein fürchter, furchtbares Gemetzel. I have sensed the presence of chaos magic deep in the sewers. Search the area and follow Kessler's trail back to his lair. Once we've found his hidden camp, we will decide what to do next. Gut. Kesslers Spuren folgen. Ich glaube, die Spuren von Nurgle zu nachzukommen ist, glaube ich, nicht so schwer. Oh, jetzt können wir hier mal was machen.
Ach ja, hier wollten wir ja auch gucken, was wir denn machen wollen. Weil man wird wahrscheinlich nicht alles machen können, ne? Steinhart. Maximale Gesundheit wird hier erhöht mit diesem Button. Feuerschaden. Stimmt, wir wollten ja, das wollte ich ja machen, unaufhaltsam. Du wirst bei geringer Gesundheit immun gegen... Ach, das interessiert mich auch nicht. Je geringer deine Gesundheit, desto mehr wird dein Schaden verstärkt. Ja. Ingrim des Berges. Feuerschaden. Ich liebe Feuerschaden. Oh, warte mal. Ingrim des Berges. Du schlägst auf den Boden und schaffst damit einen Bereich, in dem Feinde Schaden nehmen. Während außerdem die Chance besteht, dass sie betäubt werden. Das ist natürlich auch echt geil. Also Feuerschaden und das auf jeden Fall. Was ist das hier? Gabe der Ahnen. Du wirst unverwundbar und kannst Fertigkeiten verwenden, ohne dafür Energie. Das klingt aber auch gut. Ach, es klingt so viel, das ist gut. Wir gehen trotzdem erstmal ein. Oh. Begünstigungspunkte 14. Das heißt, ich habe das die ganze Zeit verpennt. Kriege ich den Punkt jetzt hier oder was? Aha. Was haben wir hier? Opferzahl. Für den Beitrag zum Tod eines Champions erhalten alle Spieler kritischen Schaden. Wir gehen erstmal straight auf diese Fähigkeit. Da müssen wir mal gucken, wo kommen wir denn zum Feuerschaden? Achso, der kommt erst mit diesem... Ah, das ist schon Stufe 2 hier. Der hat auch schon Feuerschaden. Ah, okay, okay, okay. Tückische Qualen verschafft dir einen Schadensbonus gegen Feinde mit geringer Gesundheit. Todeswunsch. Ich glaube, man muss bestimmt erst 2 aktiviert haben, um 3 zu kriegen, oder? Weil man könnte ja direkt zu Teil 3 gehen. Weil zu Stufe 2 ist ein verdammt langer Weg. Oder man testet erstmal beide Fähigkeiten und entscheidet sich dann, wo man lang geht. Das könnte man auch noch machen. Ach, ich bin so bin mir nicht so sicher, was ich mache. Komm, wir machen beides. Scheiß der Hund drauf. So. Die restlichen heben wir uns mal auf. Wie kann ich mir jetzt diese Fähigkeiten... wie kommen wir da ran? Ja, wir haben noch ein paar Steine übrig. Muss ich sie hier einsetzen? Oder der hier? Ach, die tausche ich hier auch aus. Schade, ich dachte, wir können sie hier irgendwo runterbringen, wo noch Platz ist. Also 2 bleibt auf jeden Fall, der gefällt mir. Amboss ist ja eigentlich quasi das, was das hier ist. Wir tauschen mal das mit der Nummer 1. Und die Raserei fliegt mal für die Gabe der Ahnen raus. Geht nicht. So, wir müssen hier auch noch Punkte haben. Ah, okay.
Gut. Dann wird es Zeit, mal hier diesen Kessler zu finden. Metzeln wir uns mal ein bisschen durch. Oh, Teleport. Oh ne, ich glaube, da unten sollte ich reingehen. Nicht an diesen Teleporter. Ja, den Grindalack töten. Ich glaube, wir sind hier falsch. Darf ich zurück? Ich glaube, hier sollten wir nicht lang gehen. Oder hatten wir den schon getötet? Sieht mir so bekannt aus. Jo. Gefällt mir. Ist ja noch stressiger als das letzte Mal. You'll never take me like that. Hit me. Gib mir Wut und Zorn. Meiner. Schon fast wieder aufgeladen? Nee, zur Hälfte nur leider. Das sieht doch, dass hier warm war doch. Ey, scheiße. Tut mir leid, ich habe gehofft, dass wir zurückgehen können. Scheißen Dreck. Oder es sieht einfach nur ähnlich aus. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ach ja, Mensch. Geh aus dem Weg, ihr kleinen Scheißer. Und da müssen wir irgendwie abrasten. Wir müssen jetzt sowas von abrasten. Nehmt das, ihr scheiß Monster. Hilft dir deine Pestilenz auch nicht, du elendes Scheißvieh. You'll never take me like that. Hit me. Mann, oh Mann, nörgeln die hier rum. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir hier schon waren. Bloß es sind wirklich irgendwie mehr oder stärkere Gegner, aber wir sind ja auch stärker geworden. Das kompensiert das Ganze. Wir müssen schon wieder Zorn sammeln. Aber wenn noch so ein großes Vieh kommt. Ja, so ein zum Beispiel. Mist, hat mich weggeschubst, diese Ratte. Ah, Axtwurf haben wir jetzt gelernt.
Ja, ist schon mal gut zu wissen, wenn man weiß, wie man diesen Gegner umgehen muss. Ach. Oh, der muss sterben. Wo ist er? Nehmt Schaden, ihr kleinen Schweine. Entschuldigung, man hat jetzt gar nichts gesehen durch den scheiß Hammer hier. Von dieser Statue. Oh, da ist ein großes irgendwas. Ich glaube, das wird irgendwas sein, was wir töten sollen. Uhuhu. Ich brauche mehr Zorn, Jungs. Ah, hat mich erwischt. Heilen, heilen. Oh Gott. Eieiei, hat mich schon wieder bewusstlos gemacht. Diese Ratte, Alter. Ah, da komme ich nicht durch. Ah, da wollte ich nicht hin. Geh weg, Junge. Ach. Zorn, Zorn, Zorn. Geh weg da. Oh, fuck you. Ah, bei denen sind wir letztes Mal auch schon ein paar Mal gestorben. Aber wir könnten aufgeben. Aufgeben, 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 aufgeben. Nee. Einmal noch. Ich wollte eigentlich Kessler jagen, aber jetzt will ich das Vieh töten. Du bist ein kleines, ekliges Vieh. Da bringe ich dich doch gleich mal um. Schlecht. No, I need more time. Genau, wir brauchen mehr Zeit. Arschloch. Oh, hat mich erwischt. Oh, oh, hat mich noch mal erwischt. Vielleicht kriegst du wieder was, du kleines Arschloch. Ich weiß doch, was du brauchst. Du brauchst das hier. Hey! No, I need more time. Aber wir haben auf jeden Fall... Ach, ihr kleinen feigen Schweine. Oh, wir waren doch richtig. Kesslers Spuren folgen. Hm. Und ich dachte die ganze Zeit, wir waren falsch. Oh, oh, Wut, 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 Wut. Oder Zorn. Bleib stehen. Du musst auch mal schlagen, ne? Ach, zwei sind mir zu langweilig. Genau, so ein ganzer Haufen ist voll. Yeah.
Wir sind nur auseinandergefallen. Ach, das ist eine Kerze. Ich dachte, kann ich was sammeln. Drei macht keinen Spaß, wir brauchen mehr. Ich kann mir immer noch nicht... Sind wir wirklich hier richtig? Sieht ja auch schon wieder so nach einem Gebiet aus, wo wir waren. Versuchen wir ein bisschen durchzurennen. Na gut, falsche Richtung. Zum Durchrennen. Ich bin mir sowas von sicher, dass wir hier schon mal waren. Oh. Stirbt ihr Schweine? Das war nur ein Spucker. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Schlimmeres gewesen. Nee, ich warte nicht auf euch. Okay, jetzt sollten wir uns mal verpissen. Scheiße. Du bist tot. Ich sage mal aufgeben. Ja, möchten wir. Passt auf, das war die richtige Richtung. Weil wir sind ja an dieser Säule rangegangen und nicht hier runter. Mal gucken. Weil das Level sah wirklich so aus, als ob wir da schon mal gewesen sind. Fuck you. Wir waren voll richtig. Ey, dann haben die ja echt quasi... Das sind ja faule Schweine. Dann nochmal hier durch. Tut mir leid. Ich dachte echt, wir waren falsch. Wir waren hier definitiv, wir sind hier schon mal echt lang gelaufen. Aber dass das Spiel uns quasi nochmal herschickt, finde ich langweilig. Ich hasse es immer, an selbe Orte lang zu gehen. Darum bin ich bei Witcher immer schon bei irgendwelchen Städten immer über andere Wege zurückgeritten. Weil immer derselbe Weg ist doch arschlangweilig. Oh gut, brauche ich. Lass mich durch, sonst werde ich wütend. Da ist noch mehr Wut. Na gut, dann werden wir jetzt nicht mehr so schnell vorrennen. Nicht, dass wir nochmal in so eine Falle laufen, wo zu viel Viecher waren. Oh, Wut. Oder Zorn. Da ist ein Arsch, den müssen wir töten. Oh, oh, da ist ein schleimiges Etwas. What a sweet death! Ey! Geht. Ah, hier sind die anderen. Mein Anger!
Gitte geht's. Der schleimt ganz schön rum, der Gute hier. Let's give them a little respite. Gittigits. You'll never take me like that. Hit me. Ah. Muss kurz warten, bis ich meinen Energietrank wieder nehmen kann. Schnell weiter. Nicht, dass wir eingekesselt werden. Nimm das, du Arsch. Oh, oh, gefolgt. Nett von ihm, dass er nochmal echt durch das Lava gegangen ist von uns. Das war nochmal sehr nett von ihm. So, bei der ganzen Aufregung muss ich mal einen Kaffee trinken. So, und weiter geht's. Hier in der Sackgasse war nix, aber ich gucke immer nach. So, dann fangen wir mal hier mal an. Der Große müsste ja gleich wieder kommen. Ich hoffe, das, was sie hier gemacht haben, kommt nicht so häufig vor in dem Spiel. Ich hasse es, wie gesagt, immer dasselbe zu erleben. Und zack! Also klar, wir schnitzeln halt ab, ne? Das ist auch immer dasselbe, aber ich finde es entspannt. Und gibt ja immer neue Gegner, hoffentlich. Also das Chaos hat auf jeden Fall noch einiges zu bieten. Verschiedenste Chaosgötter mit verschiedensten Neigungen und Attacke! Oh, Wut. Komm mal her. Hier heben wir uns mal für den Drachen auf. Diesen Nörgeldrachen oder was auch immer das war. Erwischt. Don't toy with Alter. Me. Just strike the fatal blow. Oh, hat mich erwischt. Oh, ne, explodiert. Ich hab's fast vergessen. So, wo ist der große Drache? Da kam der später. Diesen Grindalack. Grindalack. Wo bist du? Hey, das hat weh. Da ist er ja. Und nicht alleine. Oh. Man braucht auch mal Energie, ne? Schlauch. Gibt es den überhaupt als Modell, das Vieh hier? Platzt er noch? Nee.
Oh, ganz tolle Stiefel. Ich glaube, das war sogar goldig. Das gibt uns mehr Power zum Hauen, aber weniger Verteidigung. Also, Die Tätowierung nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Stiefel. Bessere Stiefel bringen uns weniger Verteidigung. Aha. Rüstung ist mehr. Maximale Gesundheit ist weniger. Ich lasse die mal. Kritischer Schaden. Mehr Schaden auf jeden Fall. Bringt auch maximale Gesundheit. Der ist eben nicht... Nee, ich bleib mal bei der Gesundheit. Wir brauchen davon ja nicht wenig. So, jetzt fangen wir nicht von vorne an. Jetzt machen wir einfach mal weiter. Ach, euch paar verschone ich mal. Ich gönne mir noch einen Schluck Kaffee. Mhm. So, und damit das Video nicht allzu lang wird, mache ich jetzt hier mal einen Break. Und bei euch geht's dann nächstes Mal weiter auf der Suche nach dem Kessler. Haut rein, ciao!